Ich glaube, ich habe hart gearbeitet, das wurde ein bisschen so belohnt. Ich bin sehr, sehr stolz auf alle, auf das ganze Team, alle, die mich unterstützt haben auf diesem Weg. Dann wirst du so gekrönt mit so einem Spiel und mit so, solchen Toren. Das heißt, du warst auf einem richtigen Weg, du hast vieles richtig gemacht, aber es ist nicht beendet. Ich bin noch nicht bei 100%. Wenn man Spieler ist und nicht spielt und immer zuguckt, dann ist es normal. Man will sich zeigen, man will sich präsentieren, man will aufs Feld, man will Fußball spielen. Und dass man da ungeduldig ist und unzufrieden ist, völlig menschlich. Es wird eng, es ist, beide Mannschaften sind, glaube ich, auf Augenhöhe, weil es geht um etwas ganz, ganz Großes. Ich habe denen schon Glück gewünscht und ich drücke ihnen ganz, ganz fest die Daumen. Es wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Es wird wie in der K.O.-Phase Champions League. Jede Mannschaft, ob die oder wir, sind ganz, ganz heiß drauf. Und es wird nicht einfach.